Zwei Jahre waren Markus Ziesche und sein Co. Ronny Ermel verantwortliche Trainer von Tennis Borussia. Jetzt werden sie verabschiedet. Mit einer liebevollen Karikatur. Natürlich in Lila. TB, 1902 gegründet. Damals herrschte in Deutschland Kaiser Wilhelm II. Die Berliner, sofort offensiv. Junge Abiol, Moncheux. Travassos bleibt noch hängen, aber Çakmak kommt zum Abschluss. Das Team von Sven Köhler hatte das Hinspiel 0:4 verloren. Auch damals im November war Çakmak Dreh- und Angelpunkt des Berliner Spiels. Tahsin Çakmak, gefürchtet für seinen strammen Schuss, gefürchtet für seine Freistöße. Und es gibt noch einen Borussen, der kann es aus der Ferne, Rico Gladro. Stefan Schmidt war mit seiner Hand ganz nah dran am Ball, hätte Gladros 11. Saisontor vermutlich verhindern können. Auerbach steht als Absteiger fest und versucht es mit André Brescher und Lukas Seidel. Aber kein Tor. Erik Weißbach hatte eine Abseitsstellung von Brescher gesehen. 17. Minute. Gladro mit dem Pass in die Tiefe. Er weiß, Moncheux ist schnell und trickreich. Gegen Niklas Kubitz vor Schmidt. 1:0 TB. Fabrice Moncheux. Unter Markus Ziesche ist er zum Torjäger gereift. In 3 Jahren bei Babelsberg hat er kein einziges Tor erzielt. Dies sein 5. in dieser Saison. Und deshalb ab zum Trainer. Wie im Hinspiel die TB-Führung durch Moncheux. Große technische Finesse. Annahme mit links, dann legt er sich den Ball nochmal vor und nimmt Kubitz so geschickt aus dem Spiel. 25. Minute. Wieder geht es schnell. Travassos auf Çakmak. Tahsin Çakmak. Vorbei an Donner. Vorbei an Marc Schmidt. Vorbei an Sieber. Und dann hat er noch Überblick. Çakmak. Die Technik, die sie ihm in der Jugend bei Hertha aufgespielt haben, hat er immer noch im Arbeitsspeicher. 9. Saisontor. So viele wie noch nie in der Regionalliga. Çakmak Sololauf an 3 Auerbachern vorbei. Ziesche auf dem Weg zum 14. Saisonsieg. Direkt vor der Pause. Çakmak auf Jung Abiol. Der streichelt den Ball beinahe ins Tor. Wirklich Kontrolle hatte er zuvor nicht. Jung Abiol spielte für San Francisco United. Hat längst die Regionalliga für sich entdeckt. Auch er spielte unter Ziesche die mit Abstand beste Saison seiner Karriere. 12 Tore. Zweite Hälfte. Auerbach, der Ball kommt zu Seidel, der Mittelstürmer mit der Nummer 3. Einer der wenigen Auerbacher Ausbrüche. Seidel erst 19 Jahre alt und 2,3 Meter groß. TB, ein Muster. Langer Ball und vorn geht's ab. Durch Geronimo Mattmüller, 3:0. 19 Jahre alt, sein erstes Regionalliga-Tor gegen Rathenow. Das sein zweites. 70. Minute. Mattmüller schneller als Nico Donner und perfekter Abschluss ins lange Eck. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel diesmal 3:0 für TB. Schluss, aus, vorbei. Das Spiel, die Saison. Die TB auf Platz 10 beendet. Hinter Chemie Leipzig, vor Babelsberg 03. Auerbach steigt als Vorletzter mit 23 Punkten ab. Unter Trainer Sven Köhler peilt der VfB den sofortigen Wiederaufstieg an. Die Laune in Lila-Weiß deutlich besser. In der neuen Saison übernimmt Abunjay gemeinsam mit seinem Bruder Moma. TB hofft auf weitere Festtage. Rico Gladro beendet eine gute TB-Saison als Vorsänger.